Und manchmal frage ich mich, warum diese ganzen Instagram-Fashion-Blogger immer so stylisch aussehen. Ich wette mit euch, dass ihr mit dieser Antwort nicht rechnet, denn heute werde ich euch diese Frage beantworten und ich verwette darauf einfach mal meine beiden Dutz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit explodierten Haaren. Das hat auch einen ganz, ganz bestimmten Grund. Das sind erstens meine Haare, wenn sie einfach nur Luft trocknen und ich zwischendrin mal irgendwie einen Dutt gemacht habe. Zweitens wisst ihr ja, dass ich ganz, ganz viele Videos rund um die Themen Mode, Fashion, wie kann ich stylisch sein, mache. Und zu diesem Thema gibt es ganz, ganz wichtige Aspekte, damit ein Outfit einfach komplett wirkt. Beziehungsweise man sich vor allen Dingen selbst im Spiegel anschaut und einfach denkt, hey, das ist richtig. Ja, heute bin ich voll zufrieden mit meinem Outfit. Und deswegen werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern. Denn zum Thema stylisch sein gehört nicht nur das Outfit. Ganz oft habe ich euch in meinen Stylish-Tipp-Videos gesagt, dass natürlich auch das Make-up, die Accessoires und vor allen Dingen die Frisuren dazu gehören. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses Frisurenvideo bei euch ankommt. Heute habe ich so ein bisschen eine Instagram-Version. Auf Instagram hatte ich in letzter Zeit immer mal wieder neue Frisuren, weil ich auch so ein bisschen mehr herumexperimentiert habe und mir einfach mal wieder die Zeit dafür genommen habe. Und es war einfach der Wahnsinn, wie krass das bei euch angekommen ist und so viele haben gefragt, Sophia, wie machst du diese simplen Frisuren? Was sind so deine kleinen Tipps und Tricks? Denn oft sieht man irgendwelche Tutorials, aber es gibt so kleine Kniffe, mit denen man wirklich diesen messy boho Instagram in den Haaren reinbekommen. All diese typischen messy, Tumblr-mäßigen Frisuren sind meistens nicht aus einem glatten Haarzustand entstanden. Beziehungsweise gibt es ein paar, allerdings muss ich ehrlich sagen, als Anfänger ist es einfacher, wenn wir von einem welligen, lockigen Zustand ausgehen. Und falls ihr schöne Naturwellen habt, behaltet die. Letztendlich ist das ein Tipp, den ich euch jetzt geben kann. Ihr müsst aber keine Hitze in eure Haare reintun, um die Frisuren im Folgenden zu machen. Allerdings hat dieser Step, falls ihr keine Naturwellen in euren Haaren habt, einen sehr großen Einfluss, wie messy eure Haare später aussehen. Dafür nutze ich heute diesen etwas dickeren Lockenstab. Ihr könnt aber genauso gut auch einfach ein Glätteisen nutzen und damit ein paar Wellen reinmachen. Das heißt, das, was ihr zu Hause habt, nutzt es da, wo ihr wisst, dass ihr schönen Beachy Waves hinkriegt. Benutzt einfach genau das. Für die Beachy Waves locke ich meine vorderen Haarpartien, also die, die mein Gesicht umranden, immer nach hinten und dann mache ich es abwechselnd. Also einmal nach hinten und einmal nach vorne und meine Strähnen, die ich benutze, sind ungefähr so dick. Wenn ihr natürlich weniger Zeit habt, könnt ihr viel dickere Strähnen nehmen und mit dem Glätteisen geht die ganze Geschichte sowieso eigentlich auch viel, viel schneller. All your life you've tried to be a good man inside. Die vorderen Strähnen sind übrigens die wichtigsten, also da würde ich wirklich drauf achten, dass ihr die sehr schön ordentlich macht und da vielleicht auch einfach ein paar dünnere Strähnen, also euch sozusagen einfach ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt. Nun können wir die ganze Geschichte einfach mal auflockern. Ich gehe dafür wirklich einfach mit den Fingern in die Haare rein. Ich glaube, das kennt jeder von euch ganz gut. Zieh das ein bisschen lang. Ich habe gar keinen Spiegel hier, ne? Ich habe eben gerade alles blind gemacht. Jetzt, wo unsere Haare etwas ordentlicher gewellt sind als vorher, können wir anfangen mit der allerersten Frisur. Und zwar einfach mit einem einfachen Pferdeschwanz. Wie ihr merkt, super spektakulär, aber auch das will gelernt sein. Brauchen wir ein Haargummi. Ich persönlich nutze schwarze Haargummis, einfach weil ich dunkle Haare habe. Aber je nachdem, was für eine Haarfarbe ihr habt, könnt ihr natürlich da einfach die Farbe anpassen. Bevor ihr zu einer Bürste oder einem Kamm oder sonstiges greift, um euch zu frisieren, würde ich immer zuerst versuchen, so viel wie es geht mit den Fingern und den Händen zu machen. Denn sobald ihr jetzt einen Zopf macht und hier mit der Bürste einmal durchgeht, dann habt ihr diesen glatten Effekt und habt eben nicht mehr diesen messy Look. Deswegen weg mit der Bürste und auf mit den Händen. Der momentane Pferdeschwanz-Trend so auf den sozialen Medien sieht folgendermaßen aus. Und zwar trennt ihr euch einmal die Strähnen ab, die euer Gesicht hier vorne umranden und habt dann ungefähr sowas in der Art wie ein Vorhang. Mit einem Spiegel wäre die ganze Geschichte etwas einfacher, ne? Genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite jetzt auch nochmal. Dafür tue ich die Haare hier kurz wegstecken. Nun können wir die Spange wieder rausnehmen und fangen jetzt mit den Händen an, einen hohen Pferdeschwanz zu haben. Hoch heißt so viel wie, dass es hier am Wirbel gemacht wird. Also da, wo euer Wirbel gemacht ist, wo eure Haare zusammenkommen, da sollte auch ungefähr der Pferdeschwanz sein. Ihr geht jetzt mit den Fingern rein, als ob ihr einen Kamm hättet und kommt dann langsam mit den Haaren hoch. Hätte ich das Ganze lieber mit einem Voice-Over machen sollen? Ich weiß es nicht. Und jetzt könnt ihr eigentlich mit eurem Haarband auch direkt
einen Zopf machen. Das, was ich jetzt vom Spiegel machen würde, ist mir das alles nochmal so ein bisschen genauer anzugucken. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass es hier zu platt ist, dann nehme ich hier meine Hände und zupfe ein paar Strähnen so ein bisschen nach vorne. Also ich zupfe sie nicht komplett raus, ganz, ganz wichtig. Macht lieber immer erstmal ein bisschen weniger und dann könnt ihr euren Kopf drumherum modellieren. Also das gilt jetzt wirklich für jede Frisur. Damit es richtig steht, hier oben einfach immer von unten festziehen die Haare, nach und nach hochgehen und dann hier oben wieder nach und nach rauszuppeln. So, jetzt gehe ich nochmal kurz vor den Spiegel, damit ich das Ganze korrigieren kann. Das ist also die erste Frisur, so ein einfacher Pferdeschwanz. Also an sich von der Frisur halt echt simpel. Ihr müsst halt wirklich nur auf diese richtige Art von Wellen achten. Und dann nun direkt zur Frisur Nummer 2 und ich verspreche euch, ich rede jetzt ein bisschen weniger. Nur ich will es lieber genauer erklären, damit es halt auch wirklich jeder von euch auf die Reihe kriegen kann. Da wir diese Ausgangspunkte jetzt schon haben, können wir jetzt weitergehen und zwar zum Messy Bun, also zum Messy Dutt. Ich lasse hier vorne alles so wie es ist und greife mir hier oben diese Haare. So, nun mein ultimativer Tipp, gerade wenn man etwas kürzere Haare hat, so wie ich auch, kriegt man das Volumen nicht durch die Länge rein, dadurch, dass man eben so viele Haare hat, sondern indem man sie toupiert. Nein, wir nehmen dafür wieder keine Bürste, sondern wir nehmen dafür wieder unsere Hände. Das heißt, langziehen, Hände wie ein Kamm hier oben rein und anfangen zu toupieren. Also hier wirklich locker lassen, reinziehen und auch nicht zu fest, sondern einfach mit den Fingern rein, immer mal wieder so ein bisschen. Und zwar nehmen wir uns jetzt auch die Haare und rollen sie eigentlich genauso. Nur dadurch, dass wir es jetzt stecken, haben wir etwas mehr Freiraum. Wir nehmen jetzt die kleinen Bobbypins und können auch ruhig jetzt einfach mal hier so in die Mitte reinstecken. Das ist die Variante für all diejenigen von euch, die den Dutt im Verlauf des Tages nicht aufmachen und auch nicht nochmal neu binden. Und keine Angst, der hält genauso gut, als wenn es mit einem Haargummi gemacht ist. Und ich finde, der hält sogar besser. Der nächsten Variante, wie ihr einen Pferdeschwanz oder auch einen Dutt tragen könnt, und zwar halb oben, halb unten. Hier gilt eigentlich genau das gleiche wie bei den anderen Frisuren auch, und zwar keine Bürste verwenden, Hände verwenden und nun, was das Knifflige ist, von wo fängt man an, die Hälfte seiner Haare zu verwenden. Wenn man mit solchen Frisuren anfängt, dann tendiert man leider ganz schnell dazu, hier bei den Ohren anzufangen, komplett nach hinten zu gehen, den Zopf irgendwo hier dann auch versuchen nach oben zu ziehen und dann passiert sowas. Wie ihr seht, ist dann ungefähr 2/3 der Haare oben und nur 1/3 der Haare ist hier unten. Das Wichtige ist aber, dass das Verhältnis eigentlich genau andersrum ist. Von wo fangen wir also an, Haare zu nehmen? Ihr habt zwei Varianten. Und zwar empfehle ich für diejenigen unter euch, die sehr, sehr viele und dicke Haare haben, eher wirklich am Ohr anzufassen. Da ist aber der Knackpunkt, dass ihr hier am Ohr anfangt. Und zwar, dass ihr nicht nach hinten zieht, sondern dass ihr nach oben Richtung Wirbel zieht. Das heißt, ihr habt hier eine diagonale Linie und dadurch bleiben unten mehr Haare übrig, die hier natürlich auch wieder mehr Volumen geben können. Wenn ihr aber so wie ich etwas weniger Haare habt, beziehungsweise das auch mögt, dass hier unten ein bisschen was passiert und das nicht zu glatt wird, fangt ihr von der Schläfe an, also hier ungefähr, beziehungsweise eurem Auge und zieht dann hier nach hinten und geht dann auch wieder in Richtung Wirbel. Das heißt, auch hier habt ihr wieder eine diagonale Linie nach da oben, denn wir platzieren den Pferdeschwanz bzw. den Dutt auch wieder genau in der Mitte hier oben. Und genau das werde ich jetzt zusammen mit euch mal in einem Schnelldurchlauf machen. Ich habe das jetzt hier erstmal ordentlich befestigt und jetzt finde ich, wirkt das Ganze aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen suche ich hier vorne jetzt nochmal die Strähnen raus. Je nachdem, ob ihr solche Ecken habt, so wie ich, befinden die sich ein bisschen woanders. Deswegen hier lieber immer erst ein bisschen zu wenig rauszuppeln. Und hier hinten das am besten festhalten, damit halt nicht zu viel rauskommt. Und dann habt ihr schon eure nächste Frisur. Natürlich könnt ihr jetzt genauso gut auch nochmal einen Dutt draus machen. Auch hier natürlich wieder toupieren, damit das Ganze ein bisschen voluminöser wird. Weil gerade jetzt haben wir halt noch weniger Haare zur Verfügung. Dann einfach wieder drum drapieren, einfach wieder festmachen. Natürlich geht auch Haargummi und Bobbypins. Und schon habt ihr hier oben wieder euren Dutt drauf. Falls ihr jetzt wissen wollt, wie ihr hier oben 2 Dutts hinbekommt, dann verlinke ich euch hier nochmal das Frisurenvideo. Aber wir werden ganz kurz zusammen nochmal die Space Buns machen. Also wo man komplett 2 Zöpfe hat, wo alle Haare hier oben ist. Denn das hatte ich letztens auf Instagram. Siehe folgendes Foto. Und das ist so abgegangen. So viele haben mir Nachrichten geschrieben und gefragt. Und deswegen machen wir das Ganze doch jetzt einfach mal schnell zusammen. Oh mein Gott, heute rede ich so richtig wie in diesen altbacken YouTube-Tutorials. Aber Leute, das war auch noch meine Zeit. Ich habe 2009 mit YouTube angefangen. Mhm. Nun
heißt jetzt einmal Mittelscheitel finden. Und zwar am besten wieder mit den Händen. Leute, Bürsten sind bei Messy Buns einfach nicht erlaubt. Eine Seite wegstecken. Top. Wir gehen einfach so aus dem Haus. Ich meine, wenn das nicht messy ist, weiß ich auch nicht. Nun ist es an der Zeit, zwei Zöpfe zu machen. Und zwar fangen wir natürlich erstmal mit einem an. Wer hätte es gedacht? Und die beiden Zöpfe werden nun hier platziert. Was eine Erklärung. Genau, also genau hier kommen die Zöpfe hin. Dass sie nicht vorne sind und nicht hier und nicht hier und nicht da und nicht, also doch da. Und nicht hier unten, meinte ich, sondern genau hier am Rand. Greift euch alle Haare von hinten, auch wieder mit den Fingern. Schön nach oben. Bevor ich damit jetzt irgendwas mache, machen wir erst den zweiten Zopf und dann machen wir die Messy Buns, weil dann ist es ein bisschen einfacher, wenn man zuerst die Zöpfe so ein bisschen kontrolliert, dann kann man auch die Dutz gleichmäßiger formen und stecken. Nun müsst ihr einfach so lange rumzuppeln, bis ihr das Gefühl habt, dass die Zöpfe auf einer gleichen Höhe sind. Und bevor wir den Dutz jetzt machen, beziehungsweise beide Dutz, ist das die Mehrzahl von Dutch? Zuppeln wir hier vorne nochmal rum, genauso wie bei den anderen Frisuren auch. Also Strähnchen raus und zusätzlich hier wieder Volumen reinbringen, damit das nicht so super streng aussieht. Sobald euch das passt, wird jetzt genauso der Dutch geformt mit den Bobbypins und vorher mit den Händen toupiert, wie bei den anderen Frisuren auch. Ihr müsst euch übrigens mit dem Gedanken anfreunden, dass es wahrscheinlich nie komplett gleich aussehen wird, gerade eben bei dieser Messy-Variante. Solange ihr aber mit Bobbypins steckt, könnt ihr immer so ein bisschen rumstecken und den wieder so ein bisschen formen und dann müsste es eigentlich auch relativ gut klappen. Ich bin sehr gespannt, ob euch das Video gefallen hat. Lasst es mich sehr gerne mit einem Däumchen nach oben wissen, abonniert sehr gerne den Kanal und schaut sehr gerne auf Instagram für weitere Frisuren-Inspirationen vorbei und vor allen Dingen lasst mich wissen, ob ihr mehr Videos in die Richtung haben wollt mit so einfachen Styling-Tipps, auch wenn das Video jetzt ein bisschen länger war. Hoffe ich wirklich sehr, sehr, dass es euch trotzdem gefallen hat, obwohl es jetzt nichts mit Mode direkt zu tun hatte, sondern einfach mal mit Haaren. Ich verlinke euch hier noch die anderen Frisuren-Videos. Klickt da sehr gerne rein. Da ist auch ein etwas älteres dabei und ein etwas frischeres. Wir sehen uns natürlich täglich auf Instagram oder dann beim nächsten Video. Bis bald. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.